ab, Leute. Okay. Aus Parsing. Bester Spot zum Farmen. Und es hat Free WLAN. Ich habe mein Guthaben, nicht mein Guthaben. Wie nennt man das? Mein Ding aufgebraucht. Alter, wie nennt man das jetzt? Nicht Guthaben. Ihr wisst, was ich meine. Mein Internet für diesen Monat. Also seit dem Wetter-Update habe ich krass viel verbraucht. Okay, ich hatte den einen Mute im Livestream, aber trotzdem. Ich meine, früher habe ich auch einen Livestream gehabt und trotzdem kein Problem. Okay, jetzt schauen wir mal. Früher konnte ich sogar gedrosselt spielen, das war kein Problem. Da habe ich für 3,99 Internet gekauft. Das war am ersten Tag leer. Und dann konnte ich den Rest des Monats mit gedrosseltem Internet ohne Probleme spielen. Damals gab es noch keine Raids, Arenen waren ganz anders. Das war ganz, ganz früher, meine ich jetzt. Okay, jetzt bin ich drin. Und jetzt? Ich habe 5 GB im Monat und das war direkt weg. Okay, wie gesagt, der eine Livestream, der hat 45 Minuten gedauert. Das hat zwar schon eine Menge gezockt, aber trotzdem. Ich hatte ja früher auch hier in Parsing ein paar Livestreams gemacht, der erste Livestream. Und danach hatte ich immer noch genug Internet im Monat. Das war echt alles kein Problem. Und jetzt, eine Woche bevor das Internet resettet wird, also bevor ich neues bekomme, ist schon mein Teil aufgebraucht. Alter, wie nennt man das? Nicht Guthaben. Leute, wieso fällt mir das gerade nicht ein? Mein Volumen, mein Datenvolumen. Ja, so. Ich mache jetzt hier die Arena, weil ich die noch Gold brauche und irgendwie mit GPS Drift gerade da hingekommen bin. Also, wieso nicht, wenn ich schon mal hier bin. Dann, keine Ahnung, gehen wir ein paar Runden in Parsing. Ich kann mich leider nicht allzu weit weg von der Arena bewegen. Weil da hinten, bei den anderen Stops, gibt es kein Internet mehr, kein WLAN. Also kann ich hier nur bei dem 5er Spot hier bleiben. Schauen wir mal. Also Arena nicht down, aber eine Runde. Ein Despot hat fast die ganze Runde geschafft. Und GPS Drift wieder vorbei. Bin wieder da. Schauen wir mal, was geht. So, das war's von Parsing. Das ist ein echt guter Spot mit freiem WLAN. Man kommt echt an alle Module und sogar den einen da hinten. Sprich, wer kein Internet hat, kann in Parsing trotzdem abgehen. Auch wenn man leider keine Runde mehr drehen kann und die anderen Stops mitnehmen kann. Sprich, bei mir die Bälle sind langsam leer gegangen. Ansonsten gestern kein Gold gemacht und kein Raid. Also gedrosseltes Internet ist echt leidend. Im Vergleich zu früher, da ging eigentlich alles. Man kann ein paar Arena-Kämpfe machen, aber auch das ist ziemlich leidend. Bei jedem vierten, fünften Fang bleibt es hängen. Und das größte Problem ist halt, wenn man das Spiel starten will. Wenn man einmal drin ist, dann geht's eigentlich. Man kann Stops drehen, man kann Arena anklicken, ein bisschen kämpfen, die meisten Pokémon fangen. Aber dieser Ladebildschirm am Anfang von 5, sagen wir von 10 Versuchen, komme ich vielleicht einmal rein. Das ist echt leidend. Und jetzt habe ich wieder Internet, jetzt geht's wieder ab. Aber am Abend gestern noch, beim Livestream, kam ein Labras, das blende ich euch gleich ein. Brauche ich nicht unbedingt, aber die Zuschauer, der Chat, wollte, dass ich es hole. Und die Szene zeige ich euch jetzt. Und hab Zauberland gefangen. Oh, der Labras! Ah, fuck. Das ist der weite Stop. Soll ich mir den holen? Warte, was ist das für Wetter?
Ah. Das ist schon weit. Also, das sollte man echt nicht unterschätzen. Ihr sagt ja? Jo, aber das werdet ihr nicht sehen. Ich kann das nicht livestreamen. Oh fuck! Ich kann ihn gar nicht holen. Ich habe gedrosseltes Internet seit heute. Fuck, ich kann ihn gar nicht holen. Ich habe morgen erst wieder neu. Oh Mann. Also, ich kann es versuchen mit schlechtem Internet, aber... ist riskant. Hm. Ich kann ihn nicht holen, Leute. Ich kann nicht. Es ist zu weit. Ich habe keine Lust und ich habe kein Internet. Ich brauche so 10 Versuche und von den 10 Versuchen komme ich einmal ins Spiel. So schlecht ist mein Internet, wenn es gedrosselt ist. Soll ich es holen? Ihr könnt abstimmen. Soll ich es mir holen oder nicht? Ich werde es versuchen. Aber der Stream wird halt für, keine Ahnung, 20 Minuten unterbrochen oder so. Hol? Ja, ja, ja? Nee? Mach bitte. Okay, wir sehen uns gleich, Leute. Stream wird jetzt kurz abgeschaltet. Für das Lapras. Moment, ich fang noch den hier. Honio wird noch gegönnt und dann geht's los. Ja, okay, ich zieh schon mal Jacke an. Alles nur wegen euch. So. Okay, Stream aus. Wir sehen uns gleich. So. Ist richtig dunkel. Seht wahrscheinlich gar nichts. Ich habe gerade den Livestream unterbrochen, um das Lapras hier zu holen, ohne Internet, also gedrosselt. Was ich gemacht habe, also weil der Stream das unbedingt wollte, was ich gemacht habe, ich habe das Spiel zu Hause gestartet mit WLAN. Da war ich halt schon drin und dann habe ich umgeswitcht. Das müsste eigentlich funktionieren, also das größte Problem ist immer, erstmal ins Spiel reinzukommen. Wenn man dann schon mal im Spiel ist, dann ist eigentlich ganz okay mit gedrosseltem. Kann man schon ein paar Sachen fangen. Arenen gehen halt kaum und Raid geht halt gar nicht. Aber fangen müsste eigentlich gehen. Puh. Wieso bin ich so außer Atem? Ich bin gar nicht so hart gegangen. So. Dunkles Feld neben der Panzerwiese. Und schauen wir mal, ob der Starbucks kommt. Das ist ein Makuhita. Dafür habe ich leider keine Zeit. Ich muss aufpassen, was ich fange, weil manchmal bleibt es hängen beim Fangen. Und wenn das jetzt hängen bleibt, dann dauert es ewig, bis ich wieder zurück ins Spiel komme. Das kann ich nicht riskieren. So, Lapras, wo bist du? Es muss unbedingt der weitest entfernte Stop sein. Jetzt hat hier irgendwo, komm, spawn. Immer noch nicht. Da ist es ja. Okay. Jetzt muss ich euch nur noch kurz irgendwo hinlegen, weil Lapras steht immer so weit weg. So. Ihr seid genau über mir. Oder ich über euch. 178, naja. Leichte Bonbons. Oh, schlecht geworfen, schade. Und trotzdem drin geblieben. So, ab nach Hause, zurück zum Stream. IV-Check, 100 wäre schon echt verdient. Und gib ihm hier, random 100er. Lapras, komm. Aus dem Nichts 100, komm. Ach. Surfer kann der. Okay, neue Attacke. Immerhin. So, ab nach Hause. Lapras geholt. Richtig schlechter IV. Eigentlich relativ unnötig, aber zum Spaß für euch. Der Trick, wie ich es geschafft habe, ich habe das Spiel hier zu Hause mit WLAN angemacht. Und dann
war ich bereits im Spiel und dann habe ich erst umgeswitcht auf mein gedrosseltes Internet. Und dann Fang ging halt dann trotzdem. Aber echt leid auf jeden Fall. Ich habe nachgeschaut, ich habe sogar 5,5 GB. Aldi Talk hat das erhöht. Weiß gar nicht seit wann, aber jetzt gibt es sogar 5,5. Und das hat diesen Monat leider nicht gereicht. Wie gesagt, ich habe den Stream gehabt. Das hat echt eine Menge gezockt, aber normalerweise verbrauche ich nicht mal so viel, dass diese Nachricht kommt, oh Vorsicht, sie haben nur noch 20%. Weil 20% ist immer noch 1, irgendwas Gigabyte. Aber wie gesagt, der Livestream hat halt eine Menge gezockt. Normalerweise müsste es locker reichen. Auf jeden Fall würde mich interessieren, wie viel Gigabyte ihr im Monat habt an Internet und wie viel ihr braucht, wie viel ihr verbraucht. Wird es immer knapp bei euch. Also ich komme immer ganz gut zurecht, abgesehen von diesem Monat hier halt. Leider, also ich habe 5,5 für 14,99 und das nächstbeste Angebot, ein Angebot drunter ist 1,75 GB für 9,99. Sprich für 5 Euro mehr kriege ich das Dreifache fast, oder? Ja, sogar mehr als das Dreifache, 1,7, 3, 5, 5, sogar mehr als das Dreifache für 5 Euro mehr also. Ich denke 3 GB würde mir auch reichen normalerweise. Ja stimmt, diesen Monat habe ich auch eine Menge Dinge gemacht. Hotspot Duel Links gezockt auf dem anderen Handy. Das hat auch eine Menge verbraucht. Also das war's von mir. Schreibt unten rein, wie viel Gigabyte ihr im Monat habt und ob ihr damit zurechtkommt. Und ob ihr gedrosselt auch ab und zu spielt und wie das so läuft bei euch. Wie mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.